Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Heute zeige ich euch mal wieder eine Babydecke in einem super schönen Muster. Ihr seht es hier schon mal, es ist in Stäbchen gehäkelt, immer von vorne und von hinten herumgestochen, das immer im Wechsel. Super einfach grundsätzlich. Und ja, welche Wolle ich verwendet habe, zeige ich euch gleich. Insgesamt sind es 8 Knäule der Wolle geworden. Ich habe 2 davon immer parallel verarbeitet. Die Decke ist ca. 70 x 50 cm groß geworden und alles weitere seht ihr natürlich jetzt. So ihr Lieben, los geht's mit der Baby-Uni-Wolle von Gründel in einem schönen Mintgrün. Das ist die Farbe Nummer 4. 70% Polyacryl, 30% Polyamid, 50 Gramm 150 Meter Lauflänge für 3,5 bis 4,5er Nadeln. Und ich mache es hier wieder so, ich häkel 2 Knäule parallel und nehme dafür einfach die 6er Nadel. Funktioniert sehr, sehr schön. Habe ich bei anderen Babydecken auch schon so gemacht. Ich hole mir erstmal die Fäden von innen raus. Also ich häkel die Knäule auch wieder von innen nach außen. So, Nummer 1. Und hier haben wir auch Nummer 2. Hier sind die beiden Fäden. Und los geht's mit einer Luftmaschenkette. Und zwar schlage ich so viele Luftmaschen an, bis ich die Länge habe, die ich für eine meiner beiden Seiten haben möchte. Da könnt ihr sowohl mit der langen als auch mit der kurzen Seite der Decke starten oder ihr macht das Ganze quadratisch. Dann macht es überhaupt keinen Unterschied. Einfach einmal Luftmaschen anschlagen und das Ganze dann durchmessen, wenn ihr ungefähr so die Länge habt, die ihr haben möchtet. Wenn es mehr sein sollen, einfach noch ein paar drauf. Bei weniger natürlich einfach ein paar wieder aufmachen. Aber vorher einfach immer beide Fäden immer wieder durchholen. So ihr Lieben, ich habe meins jetzt einmal durchgemessen und bei mir sind es jetzt so ungefähr 90 cm von der Länge her. Das ist eine schöne Länge für meine längere Seite. Es geht jetzt weiter mit den Stäbchen. Ich nehme noch 3 zusätzliche Maschen für die Höhe und nehme dann einen Umschlag, steche in die 4. Masche von meiner Nadel aus gesehen ein. Das ist diese hier. Und häkle dort das erste Stäbchen. Ich habe jetzt 3 Umschläge auf der Nadel, durch 2 ziehen und wieder durch 2. Und mein erstes Stäbchen ist fertig. So ein bisschen Wolle nachholen. Und ich nehme wieder einen Umschlag, wieder einstechen, Faden holen und durch 2 und wieder durch 2. Und das häkle ich jetzt einmal bis zum anderen Ende durch. So, die erste Reihe habe ich jetzt komplett mit Stäbchen abgehäkelt. Seht ihr hier jetzt einmal komplett im Verlauf. Und jetzt geht's weiter mit der 2. Reihe und da kommt jetzt auch der Trick zur Anwendung. Also, ich nehme wieder 3 für die Höhe, dann drehe ich das Ganze einmal um und ich starte jetzt mit dem Muster. Es geht super einfach, ich häkel weiter Stäbchen, aber nachdem ich den Umschlag genommen habe, steche ich nicht hier oben in die Masche ein, sondern ich gehe hier um das Stäbchen der Vorreihe herum. Und häkel dort herum mein nächstes Stäbchen. Habt ihr jetzt gesehen, ich bin da hinterher gegangen. Jetzt mache ich es genau andersrum. Ich komme von hinten, gehe einmal vorher, hole den Faden. Vorher sollte ich natürlich einen Umschlag nehmen, wenn ich ein Stäbchen häkeln möchte. So, da hinterher. Bekomme so genau den gegenteiligen Effekt. Also ich habe hier die Masche, die nach vorne kippt und hier überdecke ich die Masche komplett. Wenn ich es jetzt natürlich umdrehe, sieht es auf der Rückseite genau andersrum aus. Das häkle ich jetzt immer abwechselnd, zeige ich euch jetzt natürlich nochmal. Also Umschlag nehmen, hinterher gehen, Faden durchholen und durch 2 und durch 2 und mein Stäbchen ist fertig. Nächstes Mal Umschlag, ich komme von hinten, gehe hier vorher. Hole den Faden durch und durch 2 und wieder durch 2. Und so entsteht eben das Muster. Grundsätzlich eigentlich nur Stäbchen, die von hinten und von vorne eingestochen werden. Nächste ist jetzt natürlich wieder hinterher. Und das häkle ich jetzt einmal wieder komplett rüber. Dann zeige ich euch gleich, wie man das Ganze dann in den nächsten Runden jeweils variiert. So ihr Lieben, ich habe jetzt einige Reihen weiter gehäkelt. Ihr könnt das Muster jetzt wirklich schon schön erkennen. Es sind immer diese Abwechslungen zwischen von vorne und von hinten herumgestochen. Dadurch ergibt sich eben dieses Mini-Korb-Muster. Der Trick dabei ist, dass ihr eben nicht nur variiert, wenn ihr nebeneinander arbeitet, sondern auch übereinander. Zeige ich euch jetzt einmal. Ich starte jede Reihe mit 3 Luftmaschen
und habe dann hier diese Masche, wo eben hier die Masche nach vorne kommt. Also das Stäbchen, das ist so herumgestochen, dass die Masche nach vorne fällt. Also mache ich es jetzt genau andersherum. Ich steche hinten her und habe diesen Effekt, den ich die Reihe davor hatte, jetzt unten, beziehungsweise auf der Rückseite. Und genau so arbeite ich jetzt weiter. Hier lasse ich die Masche jetzt nach vorne kippen. Also immer genau das Gegenteil von dem arbeiten, was man in der Vorrunde sieht, um eben genau diesen gegenteiligen Effekt immer zu bekommen. Hier wieder nach vorne fallen lassen und dann wieder abwechseln. Also immer im Wechsel arbeiten und so entsteht dann eben dieses hübsche Muster. Und das arbeite ich jetzt weiter, bis ich eben die Länge für die Decke erreicht habe, die ich haben möchte. So ihr Lieben, inzwischen ist die Decke wirklich richtig schön groß geworden. Ich habe sie jetzt inzwischen über insgesamt 8 Knäule Wolle gehäkelt. Also ich habe jeweils 4x2 Knäule benutzt. Sie hat jetzt eine Größe von ungefähr 50 cm in der Höhe, also an der kurzen Seite. Und hier könnt ihr jetzt auch wirklich nochmal schön das Muster sehen, wie es wirklich den Eindruck erweckt, untereinander und übereinander herzugehen. Wirklich sehr, sehr hübsch. Auch eine schöne kompakte Struktur. Fühlt sich wirklich sehr, sehr weich und flauschig an. Und ich hoffe natürlich, euch hat die Idee, die Decke und natürlich auch das Muster wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr. Ich werde jetzt natürlich noch die Fäden vernähen und hier oben habe ich noch die Schlaufe dranhängen. Da schneide ich einmal den Faden ab. Der wird rausgezogen und dann natürlich auch noch vernäht. Und dann ist die Decke auch schon fertig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.